Essen frequentiert war hier oben im Norden. Aber jetzt halt ab und ab. Seit April werden Flüchtlinge von Lesbos in die Türkei abgeschoben. Das Thema polarisiert. Die Gesellschaft ist gespalten. In ganz Europa. Ich will nach Deutschland. Die Flüchtlinge suchen sich andere Wege. Schnell entwickelt sich die riskante Mittelmeerroute wieder zum Hauptzugang nach Europa. Lesbos. Wo noch vor wenigen Wochen Nacht für Nacht Flüchtlinge anlandeten, ziehen heute nur noch Grenzschützer ihre Runden. Mit dabei? Beamte der Bundespolizei als Teil der europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Im Schichtdienst patrouillieren sie gemeinsam mit griechischen Kollegen entlang der kritischen Küstenstrecken und besuchen die Auffanglager. Die einst überfüllten Anlaufstellen sind mittlerweile menschenleer. Für die Beamten aus Deutschland ein gutes Zeichen. Man sollte jetzt froh sein, dass es im Moment so ist, weil auf diesen 3 oder 3,5 Kilometern, die wir jetzt hier haben, bis zur türkischen Küste, sind, denke ich mal, auch genug Menschen ums Leben gekommen. Das sollte man vielleicht nicht vergessen. Wenn man jetzt sieht, dass im Moment nicht viel los ist, da auch gleichzeitig zu sagen, dann könnte er die Arbeit abbrechen. Da ist die Chance wieder da, dass wir die Menschen wieder in die Hände der Schleuser treiben. Allein im Januar kamen aus der nahegelegenen Türkei noch rund 30.000 Menschen nach Lesbos. Jetzt zeigen die Abriegelung der Balkanroute und der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei Wirkung. Man wartet ab und beobachtet sich gegenseitig. In der heutigen Zeit mit den sozialen Netzwerken, WhatsApp und was es nicht alles gibt, ist die Chance schon groß, dass die drüben so Bescheid wissen, was hier abgeht. Mach das Licht aus. Okay. Langweilig ist es auf keinen Fall. Man muss jederzeit darauf gefasst sein, dass sich die Lage ändert. Im einen Moment ist es ruhig, im nächsten sieht man ein Schiff kommen. Also man kann da nicht abschalten, man muss die ganze Zeit den Fokus auf ein mögliches Boot richten. Man muss jederzeit bereit sein und somit ist es keinesfalls langweilig. Rund 10 Kilometer lang ist die Uferstrecke zwischen Skala und Methymna im Norden der Insel, wo die meisten Flüchtlingsboote anlandeten. Im Hafen von Mytilini liegen noch beschlagnahmte Schiffe der Schlepper. Bis vor kurzem liefen ihre Geschäfte hier blendend. Es ist halt eine Yacht, mit der Flüchtlinge gekommen sind. Insgesamt waren ja 330 Flüchtlinge drauf. Und ja, pro Person um die 3.000 Euro wurden dafür bezahlt. Die kriminelle Energie der Schlepper kennt keine Grenzen. Damit man halt auf dem Meer halt nicht so erkannt wird, hat man hier halt so versucht darzustellen, als ob es Boote sind von der Küstenwache. Dann sehen wir noch die einzelnen Westen, die noch drinnen liegen, auf den Booten. Alles rausgebaut eigentlich, keine Sitze drinnen, nur sagen wir, damit man hier noch Platz hat. Ja. Lesbos. Von der griechischen Urlaubsinsel zum Schauplatz der Weltpolitik. Anfang April werden von hier die ersten Flüchtlinge auf Fähren in die Türkei zurückgebracht. Im Gegenzug sollen 70.000 syrische Flüchtlinge aus der Türkei nach Europa umgesiedelt werden. Laut EU sind die abgeschobenen Flüchtlinge in der Türkei sicher. Das Thema aber ist umstritten und führt immer wieder zu Konflikten zwischen Aktivisten und Einheimischen. Warum soll ich denn gehen? Du nimmst sie ja nicht mit nach Hause, um sie zu beherbergen. Du nimmst sie ja auch nicht mit nach Hause. Also geh nach Hause und leg dich schlafen. Zieh Leine. Ja, aber sie scheißen dorthin, wo ich baden gehe. Hau ab, du Wichser! Diese Arschlöcher! Helfen oder abschieben? Politische Grundsatzfragen bestimmen auf der Insel inzwischen den Alltag. Freiwillige Helfer, die sich für Flüchtlinge stark machen, sind für manche längst zum Feindbild geworden. Nur wer es vor dem Inkrafttreten des Türkei-Pakts hierher geschafft hat, darf sich noch frei bewegen. In einem wilden Camp fürchten rund 250 Flüchtlinge, in die Türkei zurückgebracht zu werden. Ihr Traum vom Leben in Europa, gestrandet auf einer griechischen Insel. We have only hope. Uns bleibt nur noch die Hoffnung. Möglichkeiten haben wir keine. Wir haben alles verloren. Wenn man uns von hier abholt und in die Türkei deportiert, ist es, als würde man uns ins Feuer werfen. Wer nach dem 20. März, dem Stichtag des Türkei-Pakts, Lesbos erreicht hat, ist seit Wochen eingesperrt. Im Hotspot Moria warten rund 6.000 Menschen auf die Entscheidung.
Asyl oder Abschiebung. Das besser werdende Wetter belebt gleichzeitig eine alte Flüchtlingsroute nach Europa neu. Von Libyen über das Mittelmeer nach Sizilien. Vor genau einem Jahr waren auf dieser Route 800 Menschen ertrunken. Nach dem Ereignis wurde es hier zunächst ruhiger, die Balkanroute war einfacher und sicherer. Doch nun ändern sich die Wege wieder und damit steigen die Gefahren. Erst vor wenigen Tagen kamen hier wieder 400 Menschen ums Leben. Die meisten stammen aus Afrika. Schlepper bringen sie durch die Sahara nach Libyen und weiter über das Mittelmeer. Der Ablauf ist fast immer gleich. Ein Schleuserboot muss es nur in internationale Gewässer schaffen. Dort setzt es einen Notruf ab. Jedes Schiff in der Umgebung muss die Menschen dann aufnehmen. Auf dem Schiff waren 214 Personen, 113 Frauen, 36 Männer, 58 minderjährige Männer und 7 minderjährige Frauen. Die Überprüfungen laufen gerade. Unbegleitete Minderjährige etwa 50. Die Migrationsbehörde muss jetzt die richtige Zahl feststellen. Sie kamen aus Ägypten, Somalia und Eritrea, Marokko, den Komoren, dem Sudan, Äthiopien. Manchmal sind die Schleuser mit an Bord. Aber wer Täter ist, kann oder will bei der Ankunft niemand genau sagen. Verdächtige werden von der Polizei abgeführt. Im Herbst und Winter mit Sturm und Wellen war die Mittelmeerroute nach Italien schwer befahrbar. Doch mit dem einsetzenden Frühling stehen die Schleuser wieder bereit. Experten schätzen, dass allein in Libyen hunderttausende Flüchtlinge aus Afrika auf eine Gelegenheit warten, nach Europa übersetzen zu können. Doch auch Flüchtlinge von anderen Kontinenten könnten nun bald den Weg über die süditalienischen Inseln nutzen. Griechenland hat die Korridore geschlossen, aber wir sind daran gewöhnt. 2014 sind etwa 30.000 gekommen, im letzten Jahr etwa 27.000. Dieses Jahr sind wir jetzt im März schon bei etwa 5.000. Ich arbeite seit 13 Jahren als Hafenarzt. Wir stehen immer an vorderster Front. Das ist nichts Neues. Aktuell sind es hauptsächlich Flüchtlinge aus Afrika. Die Befürchtung, bald kommen auch Menschen aus Syrien, Irak, Pakistan oder Afghanistan. Karamineo auf Sizilien, das größte Flüchtlingsheim Europas. 2011 wurde die ehemalige Wohnstätte für amerikanische Soldaten zur Unterkunft für Flüchtlinge umfunktioniert. Mehr als 4.000 Menschen waren hier in Spitzenzeiten untergebracht. Momentan sind es nur noch 3.000. Doch die Tendenz ist wieder steigend. Der Direktor der Einrichtung, Sebastiano Macarone, ist Chef von mehr als 100 Verwaltungsangestellten. Polizei, Carabinieri und private Dienste sollen für Sicherheit und Ordnung sorgen. Auf Sizilien dürfen die Asylbewerber das Camp tagsüber verlassen. Viele Flüchtlinge tauchen unter, obwohl sie dadurch auf die Versorgung verzichten. Dieser Vorgang wird an jedem Kontrollpunkt durchgeführt. Wenn man die Einrichtung und ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte, muss man die Karte vorzeigen. Wer 3 Tage nicht erscheint, verliert automatisch seine Ansprüche. Die, die bleiben, hoffen auf Asyl. Der erste Schritt in das ersehnte bessere Leben. Amani ist seit 2 Monaten in Italien. Sie will hier bleiben, sich hier eine Zukunft aufbauen. Meinen Vater kenne ich nicht. Meine Mutter ist immer noch in Somalia. Weiß sie, wo du bist? Ja, ich habe sie angerufen. Und ist sie froh? Ja, sie ist so glücklich. Die Kinderabteilung in der Camp-Ambulanz von Karamineo ist gut ausgestattet und noch besser besucht. Kinderarzt Mario Leggio hat die Abteilung 2011 mit aufgebaut. Seit dem ersten Tag betreiben wir hier die Abteilung. Man braucht viel Liebe, viel Leidenschaft. Ich bin 4-mal die Woche hier, aber in Notfällen komme ich auch sonst jederzeit kurz rein. Die medizinische Betreuung ist so lange gewährleistet, bis die Familien das Flüchtlingsheim verlassen. Aber auch Eltern mit kleinen Kindern tauchen oft ab, wenn sie eine Abschiebung befürchten. Dass viele hier verschwinden, das macht mir Sorgen. Hoffen wir, dass Europa auch die Untergetauchten nicht vergisst. Die sind in einer noch hoffnungsloseren Situation. Hier werden sie behandelt, aber sobald sie weggehen, bleibt da nur noch ein riesengroßes Fragezeichen. Mag man über diese Einrichtung denken, wie man will, hier ist ein Rückzugspunkt für sie. Jeden Morgen verlassen junge Männer das Flüchtlingsheim, auf der Suche nach Arbeit. Sie schuften als Erntehelfer auf den Orangenplantagen der Umgebung. Wir arbeiten hier, aber die geben uns wenig Geld, maximal 20 Euro am Tag. Das hier ist alles, was wir zum Essen haben, für einen ganzen Arbeitstag. Das ist unsere Tagesration. Wir schleppen Orangenkisten. Alles, jeder Knochen tut mir weh.
Jeden Morgen bewerben sich Dutzende Männer um die Jobs als Tagelöhner. Schwarzarbeit zu Spottpreisen. Die sizilianischen Behörden scheinen die Schattenwirtschaft zu dulden. Wegen schlechter Ernten und fallender Preise kämpfen viele Bauern auf Sizilien um ihre Existenz. Wirtschaftskrise trifft Flüchtlingskrise. Zwischen 10 und 20 Euro verdienen die Erntehelfer am Tag. Vermittler, die mit den Großbauern zusammenarbeiten, karren die Flüchtlinge auf die Felder und kassieren für die Fahrt. Wir sind doch alle Menschen, genau wie Sie. Aber Sie behandeln uns wie Arbeitstiere. Potenzielle Auftraggeber bleiben lieber unerkannt. Und die Italiener, die sich blicken lassen, sind rein zufällig hier. So sagen sie. Nein, nein, nein. Ich wollte nur einen Freund treffen. Lokale Gewerkschafter befürchten, dass die Stimmung kippt. Die neu angekommenen Flüchtlinge akzeptieren immer niedrigere Löhne. Längst haben sie rumänische Gastarbeiter von den Plantagen verdrängt. Heimische Kräfte sind ohnehin chancenlos. Die Therapeutinnen versuchen zu helfen, aber die Furcht vor der Zukunft können sie ihnen nicht nehmen. Die meisten jungen Flüchtlinge erwartet ein langwieriges Asylverfahren mit ungewissem Ausgang. Ich glaube, das Schlüsselwort bei allen lautet Hoffnung. Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und sich sicher fühlen, weil diese Jungs bringen mit sich Angst. Angst, verfolgt zu werden. Angst, genommen zu werden und zurückzubringen. Einige werden wohl vorher untertauchen, denn das Heim in Messina mit seinen pädagogisch wertvollen Angeboten ist nicht das, was sie suchten. Sie wollen arbeiten, träumen davon, als gemachter Mann in die Heimat zurückkehren zu können. Es ist besser für mich in Gambia. Wenn ich nach einigen Jahren genug Geld verdient habe, möchte ich gern wieder bei meinen Eltern in Gambia sein. Über Lesbos kommen derweil kaum noch Flüchtlinge nach Europa. Dienstbeginn für die deutschen Bundespolizisten Tim Heberling und Benjamin Heise. Der Arbeitsalltag ist seit Umsetzung des Rückführungsprogramms und mit der Abriegelung der Balkanroute deutlich ruhiger geworden. Zur Einsatzroutine gehören weiterhin die Streifendienste im Schichtdienst. Also wir fahren jetzt in den Nordbereich von Lesbos, fahren da praktisch Camps ab, die da auf der Strecke liegen noch, gucken, ob da jemand ist im Moment und observieren dann oben den Küstenbereich oben im Norden. So eine Fahrt von 1,5 Stunden, bis wir in dem Abschnitt sind. Und da observieren wir dann. Die veränderte politische Lage stellt die Grenzschützer und Helfer vor eine neue Situation. Jeder gerettete Flüchtling könnte direkt zurückgeschickt werden. Zurzeit ist keiner hier, weil wir ein Durchgangslager sind. Bei Anlandungen haben wir die Menschen hier für ein paar Stunden. Aber nicht dauerhaft und nicht täglich. Es ist hier im Norden ziemlich ruhig geworden. Doch die Ruhe könnte täuschen. Nach wie vor drängen Menschen zu Tausenden nach Europa. Sie fliehen aus Kriegs- und Krisengebieten oder suchen einfach nur ein besseres Leben. Die Risikobereitschaft der Flüchtlinge spricht eine deutliche Sprache. Seit Anfang dieses Jahres sind auf der Passage über die Ägäis mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Die dramatischen Fluchtgeschichten haben Spuren hinterlassen. Im Januar hat Tim Heberling solche Boote mit Flüchtlingen noch kommen sehen. Ja, das sind halt Überreste von den Booten, mit denen die Leute hier ankommen. Die werden halt nach den Anlandungen werden die halt komplett auseinandergenommen. Zum Teil mitgenommen, wenn sie auseinandergenommen sind. Oder wie jetzt hier in dem Fall, einfach hier liegen gelassen. Man denkt da schon drüber nach, wenn man zum Teil sieht, wie schnell diese Dinger hier kaputt gemacht werden oder wie schnell hier die Luft runter ist. Ne? Normalerweise sollten diese Boote ja aus mehreren Schutzmembranen bestehen. Aber in dem Fall ist es halt meistens nicht der Fall. Ein Stich und die Luft ist raus. Aber auch wer es rechtzeitig aufs griechische Festland geschafft hat, sitzt fest. Rund 47.000 Flüchtlinge sind Schätzungen zufolge derzeit in Griechenland unterwegs. Unerträglich sind die Zustände in dem Grenzort Idomeni. Seit im Februar dieses Jahres die Grenze nach Mazedonien geschlossen wurde, gibt es hier kein Durchkommen mehr. 11.000 Flüchtlinge harren in dem improvisierten Camp aus. Freiwillige aus der ganzen Welt versuchen zu helfen. Eine von ihnen ist Merlind aus Deutschland. Seit 3 Wochen kümmert sich die Studentin vor allem um die Kinder. Viele haben ihre Eltern Teile schon in Deutschland oder sind gestorben. Wir haben hier einen kleinen Freund, dessen Mutter in Deutschland ist. Der ist hier alleine mit seinem großen Bruder.
Da hinten lebt ein kleiner Junge, dessen Eltern beide gestorben sind und seine Geschwister auch. Der ist hier mit seinem Onkel. Ja, und so Geschichten hört man halt jeden Tag. Leben mit der Ungewissheit. Für die Kinder von Idomeni sind Quoten und Kontingente abstrakte Größen. Wie ist dein Name? Sidra. Wie alt bist du? Wo kommst du her? 10. Aus Aleppo. Aleppo, Syrien. Wie alt bist du? 10. 10. Sie sprechen Arabisch? Ja, ein bisschen. Nicht viel, aber ein paar Wörter. Wann wir von hier weggehen, weiß ich nicht. Hoffentlich machen sie die Tore auf, damit wir zur Ruhe kommen. Marlies ist deine Freundin. Bin ich deine Freundin? Ja, Merlin ist meine Freundin. Für die Schwachen ist die Balkanroute faktisch unpassierbar geworden. Endstation Grenzzaun. Die Helfer versuchen, die Situation so erträglich wie möglich zu machen. Zu Hause in Deutschland müssen sie sich dafür oft rechtfertigen. Ich glaube, das Schwere ist, zurückzukommen. Ich war ja schon ein paar Mal an den Grenzen unterwegs. Und ja, es ist jedes Mal, wenn man zurückkommt, schwer, wenn man dann Gespräche führt mit Leuten, die erzählen, wir hätten keine Kapazitäten mehr, um Menschen aufzunehmen. Und die wissen einfach nicht, von was sie sprechen, weil sie die Menschen, Leute nicht kennengelernt haben. Wie den hier und andere. Für die Starken, vor allem junge Männer, ist die Balkanroute aber nicht so dicht, wie offiziell behauptet. Momen kommt aus Gaza. Er will sich von Schleppern über die Grenze nach Serbien bringen lassen. Seine Familie will er nachholen. Ich habe eine Frau in Gaza, ich habe eine Tochter, aber das Leben ist nicht sicher. Man weiß nie genau, wann Israel angreift. Man hat keine genaue Zeit. Manchmal wacht man morgens auf und hört die Einschläge der F-16-Kampfflugzeuge. Die Schließung der Grenzen erschwert Momens Pläne. An den Motiven ändert sie nichts. Europa schweigt. Warum? Wir sind doch auch Menschen. Wir sind Menschen. Also warum? Wir sind Flüchtlinge. Irgendwo zwischen Großraumzelt 5 und 6 spielt sich das Leben des Palästinensers Momen Hamad ab. In Niemandsland zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Für 25 Euro am Tag arbeiten von der Wirtschaftskrise betroffene Griechen als Reinigungskräfte im wilden Camp. In offizielle Camps umziehen wollen viele Flüchtlinge trotz aller Widrigkeiten nicht, weil sie immer noch hoffen, von hier Richtung Westeuropa zu gelangen. Längst entstehen inmitten des improvisierten Zeltlagers an vielen Ecken kleine Geschäfte. Eine, 2 Euro. Winston, 2,50. Am Zaun wiederkehrende Bilder. Es formieren sich Grenzschützer, Polizisten, Journalisten und Flüchtlinge. Ob ausländische Aktivisten bei den immer wieder aufflammenden Konflikten eine Rolle spielen, ist unklar. Fest steht, die Ausschreitungen, der Einsatz von Plastikgeschossen und Tränengasgranaten durch die mazedonischen Grenzschützer bringen die Not der Flüchtlinge als symbolträchtige Bilder an die Öffentlichkeit. Während einige versuchen, das Weltinteresse am Leben zu halten, gehen die meisten ihrem Alltag nach. Das Smartphone ist dabei die wichtigste Verbindung zu Mittelsmännern und Schleppern. Ich habe mit jemandem gesprochen, den ich bezahle, damit er mich nach Serbien bringen soll. Erst Serbien und dann den ganzen Weg nach Deutschland. Bis zu 1000 Flüchtlinge erreichen jede Woche über Serbien Ungarn. Die erste Etappe über die grüne Grenze von Griechenland bis Serbien kostet etwa 1000 Euro. Was kosten die Eier? 3,50. Euro? Die sind frisch. Nein, nein, du musst deinen Kram zusammenpacken, die kommen. Pack deinen Kram ein. Die Polizei kommt. Idomeni ist zum Sinnbild des Flüchtlingselends geworden. Die Lage an der griechisch-mazedonischen Grenze zeigt das Scheitern der Bemühungen um eine humanitäre Lösung für die gestrandeten Menschen. Seit Wochen befürchten die Flüchtlinge, dass die Zeltstadt geräumt wird. Trotz der drohenden Räumung entstehen Freundschaften. Man besucht sich gegenseitig. Der Alltag ist ereignislos und dennoch kräftezehrend. Ich lade mein Telefon auf, mache sauber, hänge mit Freunden ab. Nichts tun. Das war's. Und was zum Essen besorgen.
food. But, das Leben hier ist sinnlos. We live here for nothing, actually. Nichts ändert sich und es gibt auch keinen Ausweg für uns. Wir warten einfach nur. Jeden Tag warten wir, dass das UNHCR auf unseren Hilferuf reagiert. Aber wir bekommen keine Antwort. Immer mehr Familien verlassen resigniert das Camp. Wo gehst du hin? In ein offizielles Camp. Er geht ins Camp. Wie heißt das Camp? Er weiß nicht, wie das Camp heißt. Und warum gehst du? Du siehst ja, wir sitzen hier seit 2 Monaten an der Grenze fest und es tut sich nichts. Vor ein paar Tagen gab es hier einen großen Streit. Hier gibt es keine Perspektive. Unsere Kinder leiden unter diesen Umständen und das geht einfach nicht. Wir wollen dorthin gehen. Dort wird zumindest geprüft, wer als Flüchtling anerkannt wird. Die anderen werden zurückgeschickt. Dort wird entschieden, wer bleibt und wer gehen muss. Deshalb gehen wir dorthin. Wir bleiben nicht mehr hier. Wir können es nicht mehr ertragen. Besonders Familien mit Kindern halten die Zustände in Idomeni nicht länger aus. Sie suchen jetzt Unterschlupf in offiziellen Camps und haben Angst, so gänzlich aus dem Blickfeld der Weltöffentlichkeit zu verschwinden. Dort werden sie registriert. Viele fürchten dann, schneller abgeschoben zu werden. Im griechischen Nachbarstaat Bulgarien zeigt sich ein beängstigendes Phänomen. Hier erleben Privatmilizen und Bürgerwehren regen Zulauf. Die martialisch auftretenden Männer nehmen das Gesetz selbst in die Hand, machen Jagd auf Flüchtlinge. Das erklärte Ziel der selbsternannten Sheriffs, die Abwehr von Migranten. Eine paramilitärische Struktur, die Fakten schaffen will. Bei sogenannten Waldspaziergängen im türkisch-bulgarischen Grenzgebiet wollen sie Flüchtlinge festsetzen, um sie dann der Grenzpolizei zu übergeben. Eine Flüchtlingsgruppe wurde heute früh hier ganz in der Nähe entdeckt. Sie sind von da drüben gekommen und da auf Zivilisten gestoßen. Ich würde sagen, von hier bis zur Grenze sind es 15 Kilometer. Ein offizielles Mandat haben sie nicht. Doch die selbsternannten Grenzschützer geben sich als Freunde und Helfer aus und sind vor der Kamera um keine Antwort verlegen. Wir haben beschlossen, die Grenzpolizei mit unseren Kontrollgängen zu unterstützen. Sie machen ihren Job, aber ihnen fehlt es an Mitteln, an Personal, an Geld, an Equipment. Aber jetzt hat's abgenommen. Seit April werden Flüchtlinge von Lesbos in die Türkei abgeschoben. Das Thema polarisiert. Die Gesellschaft ist gespalten. In ganz Europa. Ich will nach Deutschland. Die Flüchtlinge suchen sich andere Wege. Schnell entwickelt sich die riskante Mittelmeerroute wieder zum Hauptzugang nach Europa. Lesbos, wo noch vor wenigen Wochen Nacht für Nacht Flüchtlinge anlandeten, ziehen heute nur noch Grenzschützer ihre Runden. Mit dabei? Beamte der Bundespolizei als Teil der europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Im Schichtdienst patrouillieren sie gemeinsam mit griechischen Kollegen entlang der kritischen Küstenstrecken und besuchen die Auffanglager. Die einst überfüllten Anlaufstellen sind mittlerweile menschenleer. Für die Beamten aus Deutschland ein gutes Zeichen. Man sollte jetzt froh sein, dass es im Moment so ist, weil auf diesen 3 oder 3,5 Kilometern, die wir jetzt hier haben, bis zur türkischen Küste, sind, denke ich mal, auch genug Menschen ums Leben gekommen. Das sollte man vielleicht nicht vergessen. Wenn man jetzt sieht, dass im Moment nicht viel los ist, da auch gleichzeitig zu sagen, dann könnte er die Arbeit abbrechen. Da ist die Chance wieder da, dass wir die Menschen wieder in die Hände der Schleuser treiben. Allein im Januar kamen aus der nahegelegenen Türkei noch rund 30.000 Menschen nach Lesbos. Jetzt zeigen die Abriegelung der Balkanroute und der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei Wirkung. Man wartet ab und beobachtet sich gegenseitig. Man heute in Zeit mit den sozialen Netzwerken, WhatsApp und was es nicht alles gibt, ist die Chance schon groß, dass wir drüben so Bescheid wissen, was hier abgeht. Mach das Licht aus. Okay. Langweilig ist es auf keinen Fall. Man muss jederzeit darauf gefasst sein, dass sich die Lage ändert. Im einen Moment ist es ruhig, im nächsten sieht man ein Schiff kommen. Also man kann da nicht abschalten, man muss die ganze Zeit den Fokus auf ein mögliches Boot richten, muss jederzeit bereit sein und somit ist es keinesfalls langweilig. Rund 10 Kilometer lang ist die Uferstrecke zwischen Skala und Mithina im Norden der Insel,
wo die meisten Flüchtlingsboote anlandeten. Im Hafen von Mytilini liegen noch beschlagnahmte Schiffe der Schlepper. Bis vor kurzem liefen ihre Geschäfte hier blendend. Es ist halt eine Yacht, mit der Flüchtlinge gekommen sind. Insgesamt waren ja 330 Flüchtlinge drauf. Und ja, pro Person um die 3000 Euro wurden dafür bezahlt. Die kriminelle Energie der Schlepper kennt keine Grenzen. Damit man halt auf dem Meer halt nicht so erkannt wird, hat man hier halt so versucht darzustellen, als ob es Boote sind von der Küstenwache. Dann sehen wir noch die einzelnen Westen, die noch drinnen liegen, auf den Booten. Alles rausgebaut eigentlich, keine Sitze drinnen, nur sagen wir, damit man hier noch Platz hat. Lesbos, von der griechischen Urlaubsinsel zum Schauplatz der Weltpolitik. Anfang April werden von hier die ersten Flüchtlinge auf Fähren in die Türkei zurückgebracht. Im Gegenzug sollen 70.000 syrische Flüchtlinge aus der Türkei nach Europa umgesiedelt werden. Laut EU sind die abgeschobenen Flüchtlinge in der Türkei sicher. Das Thema aber ist umstritten und führt immer wieder zu Konflikten zwischen Aktivisten und Einheimischen. Warum soll ich denn gehen? Du nimmst sie ja nicht mit nach Hause, um sie zu beherbergen. Du nimmst sie ja auch nicht mit nach Hause. Also geh nach Hause und leg dich schlafen. Zieh Leine. Ja, aber sie scheißen dorthin, wo ich baden gehe. Hau ab, du Wichser! Diese Arschlöcher! Helfen oder abschieben? Politische Grundsatzfragen bestimmen auf der Insel inzwischen den Alltag. Freiwillige Helfer, die sich für Flüchtlinge stark machen, sind für manche längst zum Feindbild geworden. Nur wer es vor dem Inkrafttreten des Türkei-Pakts hierher geschafft hat, darf sich noch frei bewegen. In einem wilden Camp fürchten rund 250 Flüchtlinge, in die Türkei zurückgebracht zu werden. Ihr Traum von